Wir kommen heute noch zu einer kurzen Folge von den Clicker Idle und Incremental Games. Also als letztes heute noch Transport Defender. Auch hier geht es um ein Reset und zwar, klar, ein Sentinel Reset. Endlich dann Level 14 aktivieren. Aber vorher gilt es noch, die Cargos auszugeben und hier nochmal ein paar Weapon Parts zu machen. Also im Moment habe ich jetzt meine Standardausrüstung für das Cargo drin. Das heißt, hier könnt ihr dann sehen, dass ich jetzt im Moment bei 5,2 hoch 22 bin, was einen so einen Transfer angeht. Und der Autotransfer, der nächste ist jetzt erst in 8 Minuten. Das geht jetzt natürlich deutlich runter dann. Also ich war jetzt, glaube ich, bei 1 hoch 19, wenn ich eben meine Cargo-Ausrüstung nicht drin habe. Aber nichtsdestotrotz, jetzt geht es erstmal noch darum, einmal umzustellen. Ihr seht, da geht sofort die Power verloren, schafft dann nicht mehr ohne die Unterstützung der Drohne. Wenn die nicht ihre Waffen geladen hat, dann ist er nicht in der Lage, die Sektoren hier zu bewältigen. So, jetzt erstmal die alle raus. Im Moment fehlt mir eigentlich nur noch ein Weapon Parts Item, damit ich tatsächlich alle 10 Items voll hätte. Aber im Moment konzentriere ich mich mehr darauf, tatsächlich die Weapon Parts einzusammeln und die beiden Kernkomponenten El Cargo und Weapon Parts hochzuskillen. Ihr seht, die sind jetzt inzwischen lila. Das heißt, bei Level 300 ist da der Wechsel von diesem Orange oder Braun, was es ist, auf lila. Womit eben hier auch ein anderer Faktor zu tragen kommt. Also hier 60L und hier war es 50L. Also das ist der Zuwachs. Die 10 und 50 und 100, die ändern sich nicht. 10, 50, 100. Aber hier gibt es einen 60er-Faktor. Ähnlich sieht es bei El Cargo aus. Hier ist es bei 0015, während es hier bei 0016,25 ist. Also das ist auch dann der deutliche Zuwachs, was eben so eine Stufe bringt. Und hier ist es nochmal ein ähnlicher Faktor, 50L zu 60L. Weil wie gesagt, ein Weapon Part Item fehlt mir noch. Deswegen nehme ich da im Moment immer das ein so ein Ding rein, was ich hoch genug geskillt habe, auf das Maximum. Im Moment bin ich bei 334, was die Weapon-Drohne angeht. Und ihr seht, hier ist es jetzt 4460. Das war vorher bei irgendwas um die 3000. Also es ist schon ein deutlicher Unterschied, ob ich mit oder ohne diese Teile ja, levele. Deswegen werde ich dann auch das Quackentimer-Protokoll mal abschalten. Nicht, dass der mir hier dazwischenfunkt, während ich dann die Dinger da ausgerüstet habe. Meine beiden Cargo-Spend-Boni. Mal sehen, wie viel jetzt zusammenkommt. Also für mich auf jeden Fall die Entscheidung gewesen, mindestens ein Sentinel-Level muss rauskommen, dass ich im nächsten Reset mache. Einfach damit hier alle, die eben darauf basieren, Feature-Preis mit Sentinel-Level, El-Cargo sogar mit Sentinel-Level, also 1,3 hoch Sentinel-Level. Also da dürfte noch mal gucken, was aus dem 304 am Ende wird. Und einfach, dass da halt was Vernünftiges zusammenkommt. Beim letzten Mal habe ich ja auch ein bisschen meine Push-Strategie gezeigt und ich habe sie ganz gut verwendet. Also ich bin im Moment bin ich jetzt nur bei Level 522.000, habe meine Push-Strategie bis 685.000 genutzt, bin dann aber wieder runtergegangen, weil das Problem ist natürlich, wenn ich die Push-Strategie nutze, eben immer im Wechsel, dass ich zwischen Cargo-Boni und dann Money Management und Armor Generator, wenn ich zwischen denen immer hin und her wechsle, um eben das Level nochmal pushen zu können, dann habe ich aber das Problem, dass eben nicht so wie jetzt die Drohne nicht mehr automatisch laufen kann. Das heißt, ohne dass ich ständig aktiv werde, ist sozusagen der Idle Play nicht mehr vernünftig möglich gewesen. Deswegen bin ich dann letztlich wieder 180.000 Zonen runtergegangen, wo es dann wieder möglich war, das mit der aktuellen Ausrüstung, dass er überhaupt diese 4000 Level schafft, um auf jeden Fall hier diesen Bonus zu bekommen. Und das hat sie halt dann in den höheren Leveln nicht ohne meine Unterstützung mit dem Hin- und Herwechseln von den Devices nicht mehr geschafft. Ich kann jetzt sowieso erstmal nur bis 445.000 resetten. Das heißt, das ist das Startsektor, den ich danach erst erreiche. Das heißt, es sind eh nochmal 75.000 unterhalb des aktuellen Levels. Also von daher sehe ich da jetzt überhaupt kein Problem drin, dass ich da so weit unten nochmal aktuell agiere. Und mal gucken, wie weit mich dann das neue Sentinel-Level tatsächlich unterstützen kann. Also die Mission sollte jetzt abgeschlossen sein. Genau, das Cargo ist da. Und mal gucken auch, inwieweit die 180 und die 13,75 mit dem 1 Sentinel-Level weiter ansteigen. Also jetzt erstmal hier austauschen. Weil natürlich, da ich die nur selten benutze, die Cargo Spend Boni,
habe ich die bisher auch nicht weiter ausgelevelt, weil das Leveln hierfür bringt mir ja auch keinen Bonus, weil wenn ich die im normalen Ausrüstung, also normalem Spielverlauf nicht nutze, brauche ich die auch nicht besonders hoch abzugraden. Das wäre nur nochmal eventuell interessant für die Batterie-Uses, weil da ist es natürlich so, dass je höher das Ding ist, desto höher ist natürlich dieser Cargo-Spend-Bonus. Das heißt, da ist dann so ein Trade-off. Ich kann den ja zwar immerhin 55 Mal einsetzen, weil meine Batterieladung ja 4 pro Item und das sind 10 Items. Das heißt, 40 plus 8, 48 sind schon die Standardsachen, plus dann eben noch die, die eben durch das Level hier zustande kommen. Und noch durch ein paar andere Upgrades, die auch noch ein bisschen den Batteriebonus erhöhen. Da ist es auf jeden Fall sinnvoll, um dann möglichst hohen Bonuswert zu bekommen, natürlich auch mit hohen Items zu arbeiten. Das heißt, ich könnte theoretisch auch mit 334 im Moment Batterien bekommen, aber die wären dann nur irgendwie 10, 15 Mal nutzbar. Dann jetzt die beiden Items rein. Das heißt, mein Bonus für Cargo Spend liegt jetzt wieder bei 1,12 hoch 7. Und jetzt gilt es einfach, das Zeug noch auf den Kopf zu hauen, weil es ist ja eh dann nicht mehr relevant. Hauptsache, es ist ausgegeben. Also aktuelle SP-Points 259 und eigentlich brauche ich hoch 27 für das nächste. Das heißt, ich bin eigentlich 2 Zehnerpotenzen drunter, aber ich habe ja einen Faktor von hoch 7, also 10 Millionen. Schauen wir mal, wie viel tatsächlich bei rumkommen. So, also ein Feature, dass ich hier nochmal aufleveln kann. Also, was hat es gebracht? Knapp 170. So, gut. Also es wird nicht für den nächsten reichen, weil sonst hätte ich kein Upgrade mehr für Money und Damage. Aber auf zum Sentinel Reset. Das Ding hier ist auf jeden Fall gut eingestellt. Eine schöne glatte Zahl, 245.000. Ich muss eh dann ein bisschen runtergehen, wahrscheinlich zum Starten. Also schauen wir mal. Also ich habe meine Prestige-Punkte bisher testweise jetzt an ein paar Stellen. Also Super Pitch-Jack habe ich ein bisschen was ausgegeben, weil es jetzt weit genug unten lag von den Kosten her. Aber ansonsten bin ich bisher immer noch sehr sparsam damit, die zu nutzen. Und ihr seht, im Moment sind 20 in Reserve, die ich nach und nach nutzen kann, aber erst, wenn ich diese Features hier tatsächlich ohne Probleme auf Maximallevel schaffe, was ich ja bisher nicht schaffe. 281, das ist jetzt tatsächlich noch ein Teil, das schon auf Maximallevel ist. So, 281 habe ich aktuell hoch 18 Cargo Spend gemacht. Also vierfache Cargo Chance, das heißt, das könnte noch interessant sein. Habe ich jetzt natürlich trotzdem nicht genug Cargos dafür, weil ich bekomme jetzt auch hier nicht mehr genug zusammen, um da nochmal was zu testen. Das heißt, es könnte bald interessant sein. Ich werde es beim nächsten Mal dann jetzt beobachten, wie weit ich komme und wie viel Cargo ich tatsächlich auf einsammeln kann. Ich war jetzt bei 25, was das Cargo-Exponenten angeht. Also es könnte sein, dass es dann langsam interessant wird, tatsächlich das ein bisschen aufzuleveln und um eine Stufe hochzubekommen. Immerhin sind es 3 Zehnerpotenzen. Und das heißt eben mit Pink Rabbit nochmal, wenn das jetzt hoch 18 waren, es wird zum einen noch ein bisschen billiger, aber das heißt, es wird dann hoch 21 werden, also noch ganz gut vertretbar. Okay, Weapon Part Chance, das ist natürlich interessant, hat auch hoch 18, also die werde ich beim nächsten Mal mit Sicherheit dann schon mal anheben. Hier ist sogar der Faktor nur 100. Ich weiß noch nicht, mit welchen Cargo-Werten ich jetzt starte, deswegen mache ich die das dann lieber erst nach dem Reset, um dann zu sehen, wie weit ich mit meinem Cargo aktuell komme. Und wenn ich sie dann aufmaxe, dann wird es langsam interessant, hier vielleicht doch das eine oder andere noch mitzunehmen und zumindest ein paar Wahrscheinlichkeiten noch zu pushen. So, aber jetzt erstmal den Reset und Neustart. Ein Sentinel-Level auf jeden Fall Anstieg. Mal gucken, hier 85%, hier 304. Hier sind jetzt keine Zahlen. Das heißt, der Sektor ändert sich jetzt erst, nachdem ich jetzt das Ding dann ausgegeben habe. Hier habe ich jetzt im Moment eh keine Chance. Also hier ist im Moment tote Hose, weil natürlich ist ja noch nichts gekauft. Hat ja keiner was dazu beigesteuert. Mit 19.200 ist da im Moment noch nichts. Aber da werde ich gleich loslegen. Muss ich eh mal gucken, was jetzt alles für Features dann verfügbar sind und schon da sind. Mit hoch 9 ist natürlich jetzt nicht allzu viel los. Also hier kommen zwar noch welche dazu. Postman-Protokoll. Sentinel-Level durch 2, da kommt natürlich dann mit 13 auf 14 jetzt nicht so viel dazu. MP-Regenerate, mal gucken, ob sich da eigentlich schon was getan hat. Natürlich nicht, kann ja auch nicht, weil ich habe das Sentinel-Level noch nicht gehabt. Also Sentinel-Level einmal. Genau, das wäre jetzt zwar knapp möglich, aber dann habe ich echt nichts mehr, um
Mercenary-Protokoll und Killer-Protokoll zu steigern. Und das ist mir an der Stelle auf jeden Fall wichtiger, dass ich da noch ein paar Updates bekomme. Und beim nächsten Mal geht es dann darum, hier Sentinel Level 15 zu erreichen und tatsächlich eventuell was für ein Prestige-Protokoll zu stecken. Da das Ding hier allerdings ziemlich teuer ist, mit 250 pro Level, ist das auch nicht so lohnend. Das kostet eigentlich genauso viel wie das nächste Level hier dann. Und das nächste kostet 256. Also hier haben wir jetzt 395, das heißt um 90 Zehnerpotenzen knapp. Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, ob es 85 waren. So, hier ist eine dazugekommen, hier sind es 5% dazugekommen. Klar, wenn der Faktor im Endeffekt 10% pro Sentinel-Level oder je 2 Sentinel-Level ist. Die Regeneration-Rate, ja, okay, die ändert sich gar nicht. Das hier hat sich auch nochmal geändert um 5% dann. Von 14 auf 14,3 gestiegen und 10 Mission Points dazugekommen. Das ist dann auch schon mal ganz nett. So, jetzt geht es natürlich um die Umrüstung. Das heißt, nachdem das jetzt alles erledigt ist, geht jetzt hier erstmal die Ausrüstung wieder rein. Ja, ich mache erstmal die Weapon Parts und lasse die laufen. Die sind ja auch von der Kraft her ganz gut. Und es kommen auch so erstmal noch genug Cargo zusammen, weil ich bin jetzt mit Hoch 9 sehr, sehr niedrig und ich denke, da kommt noch einiges zusammen, sobald ich mich da anfangen kann, hier zu bewegen. Aber ich muss natürlich erstmal einen niedrigen Sektor finden, in dem sich meine Drohne dann, sobald ich die passenden Upgrades gekauft habe, dann behaupten kann. Also jetzt erstmal die Weapon Parts, damit die dann wieder gekauft werden. Mal gucken, wie viel gegenüber den 4400. Jetzt tatsächlich die Weapon Parts ansteigen noch, eben aufgrund dieser beiden Prozent Boni. Mir fehlen jetzt natürlich noch die Boni der Feature. Also, wieder Kommando zurück. Weapon Parts werden noch nicht gesammelt, weil die würden, also, beziehungsweise ich brauche jetzt einen Vergleichswert, dass wir da nochmal gucken können, wie hoch der Wert jetzt ist, auch wenn ich es jetzt nicht starte. Einfach, um zu gucken, was nämlich jetzt die ganzen Feature und die Boni, die durch die Waffen-Upgrades und so weiter noch kommen, natürlich auch noch dazu beitragen. Ich bin jetzt unter 4000, also nicht ausreichend. Also nochmal alles raus. Wieder das Cargo, den Cargo-Bonus aktiviert, der ist jetzt dann doch am interessantesten. Wie gesagt, das ist von der Bedienung her im Moment noch ein bisschen fummelig, das alles immer rein und raus zu machen. Am besten wäre es da, wenn es irgendwie Sets geben würde, wo ich einfach dann sagen kann, okay, Set A, Set B für die Drohne, wo bestimmte Weapon-Parts dann reingezogen werden. Das ist sozusagen der einzige aktive Part in dem Spiel, während es sonst fast komplett auf Autopilot laufen kann. Gut, damit ist sozusagen die Drohne schon mal gut ausgestattet, liefert auch eine Menge Damage. Bevor ich jetzt anfange, hier irgendwelche Features zu kaufen, geht es mir natürlich darum, einfach hier die ganzen Sachen zu aktivieren. Ein Level kostet weniger als ein Cargo-Punkt. Und ich werde jetzt erstmal hier die ganzen, die Max kann ich gleich rausnehmen, und erstmal alles aktivieren. Ja, das wird dann eh disabled. So, eigentlich kann ich hier auch jetzt schon deutlich höher gehen. Das heißt, die kann ich gleich ausmaxen, weil die natürlich weniger als den Exponenten, den ich aktuell zur Verfügung habe. Der ist schon relativ hoch. Aber Overdrive wird dann auch gleich abgeschaltet. So, das 9er lasse ich mal noch weg. Und maxe erstmal die, die noch deutlich unterhalb von 9 sind. Also im Moment habe ich jetzt 7,65 hoch 12. Was ich theoretisch an Cargo einsammeln könnte, wenn ich wenigstens die 75 Level schaffe. Aber dazu muss ich dann auch erstmal die Sachen aufleveln. Funny Sachen und solche Geschichten deaktivieren. So, die anderen kann ich dann weiterkaufen, wenn ich den ersten Set gemacht habe. Jetzt muss ich mal nochmal gucken, dass die Funny Sachen natürlich gleich wieder deaktiviert werden. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall das Autobuy-Zeug, damit ich das hier mal aktivieren kann. So, ich muss es eigentlich nur einstellen, weil die sind jetzt alle schon gekauft. So, mal gucken, wie weit er jetzt kommt. Man sollte jetzt relativ zügig aufleveln können. So, mal gucken, wie weit sind wir jetzt noch entfernt? 204.000 zu 219.000. Das ist ja ganz ordentlich. Das geht jetzt relativ schnell, dass ich hier runterkomme, weil das heißt letztlich nur, dass ich 15.000 Level runtergehen muss. Bevor er dann zumindest anfangen kann, Geld zu sammeln. Und sobald er Geld sammelt, sollte er in der Lage sein, genug weitere Waffen-Upgrades zu kaufen. Deswegen ist es wichtig, einfach den Sentinel-Reset möglichst hoch anzusetzen. Also, dass man nicht den ganzen Sektor-Progress tatsächlich verliert. Was ich schon mal noch ausschalten kann, sind die ganzen Overdrive-Geschichten. Weil die Overdrive werden ja von mir nicht verwendet.
So, im Moment ist er jetzt immer noch ziemlich langsam unterwegs. Ach genau, das HT-Shooting, das muss ich ja noch abmachen. Das muss ausgeschaltet werden, also weil sonst greift natürlich der Rest nicht. Er ist jetzt bei 2,25. Das heißt, damit bin ich jetzt wieder am Maximallevel, was ich über den Sentinel Starting Sektor letztlich bekommen habe. Das heißt, das hat schon mal gepasst. Das heißt, jetzt muss ich nur noch ja, bis Level 75 kommen. Genau, im Moment habe, deswegen, das dauert auch so lange. Ich habe natürlich jetzt noch 8 Waves aktiv, weil ich natürlich die ganzen Wave-Updates noch gar nicht wieder aktiviert habe. Also mal gucken, ob ich mir davon noch eins leisten kann. Waves per Sektor, genau, das hier schon mal 3 raus. Hier ebenfalls 3. Oder sind es 3? Doch, es sind 3 gewesen. Genau. So, jetzt sind wir schon mal deutlich niedriger. Die Wavespawn Delay, das ist das, was noch fehlt, damit es deutlich zügiger geht. Aber das wird dann nach dem nächsten Reset aktiviert. Hoch 16 bekomme ich dann. Der kann jetzt erstmal runtergesetzt werden auf 445, damit ich natürlich schon mal resetten kann. Also einmal Reset, einfach damit wir weiterkaufen können. So, also jetzt go in 60 Sekunden. Gut, die Boss-Timer sind uninteressant. Hier kann ich gleich deaktivieren, weil ich sowieso Instant Kill letztlich dann habe. Swift Skip Cant, Ships and Waves. So, Boss Timer hier auch nochmal disablen. Jetzt gehen wir wieder zurück auf alle und kaufen die nächsten Sachen durch, die ich halt hier jetzt dann ohne Probleme aktivieren kann. Lassen sich zumindest die meisten Feature ziemlich schnell alle einkaufen. Jetzt weiß ich gar nicht, sind eigentlich noch Feature übrig oder wie viel? Okay, Donut Shop. Das heißt, es fehlen noch ein paar. Okay, 2,68 bisher. Und Unlockpreis 6 hoch 15. Also es wird ein bisschen knapp mit dem aktuellen Reset, die alle schon dazu zu kaufen. Aber level ich erstmal die Feature auf und dann gucken wir mal, was da noch übrig bleibt. Das ist eigentlich im Moment so die Schwierigkeit, nachher zu gucken, mit welchen Einstellungen ich vorher gefahren bin und was müsste ich noch disablen, was habe ich normalerweise gar nicht mehr verwendet. Das Einzige, was fast übrig bleibt, sind eben die Damage- und die Money-Geschichten, die halt dann nach und nach aufzuleveln sind. Aber auch das dürfte dann noch einige Sachen zumindest recht schnell gehen. Genau, jetzt komme ich schon auf den 20er, mit den ganzen Boni, die jetzt durch die Feature aktiviert werden. Das heißt, auch hier ist mit dem nächsten Reset dann schon die Möglichkeit da, hier natürlich deutlich weiterzukommen. Dann jetzt nochmal die Funny-Sachen angucken, dass die wieder deaktiviert werden. Das heißt, auch wenn sie nichts bringen, außer der hier, der auf jeden Fall schadet, wenn man den aktiviert lässt, oder das hier vor allen Dingen, dass man da seine Cargo-Sachen verliert, das wäre ja natürlich ziemlich unsinnig. Mal gucken, die kann ich noch aktivieren und kann sie dann auch gleich disablen, wenn ich sie später maximiere. Nur Device Drops ist enabled. Das muss auf jeden Fall disabled sein, weil natürlich will ich, wenn ich weitere Missionen mache, Device Drops haben, aber keine Waffen, Waffen mehr, weil die brauche ich aktuell nicht zum Aufleveln oder da will ich aktuell nichts austauschen. Hier habe ich jetzt schon hoch 17 bekommen. Dann kann ich die jetzt auch schon aktivieren, auch wenn ich eben im Moment keine langen Transfers mehr mache, weil wie gesagt, dieses Hochpushen auf die höheren Sektoren hat sich jetzt nicht so sehr gelohnt, als dass ich jetzt unbedingt auf diese Transfersachen hier anspringe. Genau, der ist jetzt aktiviert. Das heißt, deswegen kann ich die anderen alle deaktivieren. Auto-Adrenalin-Rush, das kann ich noch deaktivieren, weil ohne das Overdrive macht das ja keinen Sinn. Und hier ging es noch darum. Genau, das Waterpool ist ein Multiplikator mit dem Overdrive und wenn der Overdrive 0 ist, dann bringt es hier eh kein Damage. Gunner Clown kann ich auch deaktivieren, weil ich habe den Autoclick aktiv und solange der Autoclick läuft, bringt der Gunner Clown auch nichts. So, das Boss Retry ist auch eine Option, die ich nicht verwende. HT Accuracy ist inzwischen bei 100%, deswegen ist es egal. Also die kann ich natürlich aktiviert lassen, dass der da Auto schießt. So, das Transfer Retry mache ich auch nicht. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass es maximiert ist. Ich bin noch nicht sicher, ob die wirklich beide funktionieren, weil ich glaube zumindest, dass ich jetzt regelmäßig 6 Coins pro Tag habe, aber es gibt eigentlich 2 von diesen Gifts. So, AB Money Limit ist auf jeden Fall zu deaktivieren, weil der natürlich die ganze Kohle auf den Kopf hauen soll. Aber dann kann ich ihn gleich mal eine Stufe zumindest kaufen und deaktivieren, weil ich natürlich den Autobuy nicht disable, sondern den die ganze Zeit aktiv lasse. Ist auch eben ein Feature, die ich rausnehmen kann. In der Gruppe 1 habe ich mir die Sachen schon zusammengestellt. Mich nicht erinnern muss, sondern mir einfach hier die Sachen durchgehe. So, der hier ist nämlich genau der hier, der dann sozusagen den fehlenden Overdrive ausgleicht, weil er, wenn der Overdrive 0 ist, erstmal der Bonus anspringt. So, genau, die müssten noch gekauft und dann deaktiviert werden, weil die sich beziehen auch wieder. Genau, nur wenn die Maus
runtergedrückt wird. Das heißt, nur wenn man selber hier rumklickt, dann hat man da letztlich noch den Bonus. Also benutze ich nicht, weil ich benutze ja eher den Idle-Modus. Das Auto-Reset können wir ja schon mal wieder einschalten, den Quacking-Timer-Protokoll. Noch die Feature vervollständigen. Das waren jetzt schon die Color Crystals. Ein paar davon sind auf jeden Fall sinnvoll, soweit sie halt jetzt aktuell den Wert nicht übersteigen. So, kaufen wir gleich mal die Crew wieder dazu. Die machen gleich Autocargo. Das müsste auch gleich hier im ersten Block stehen, genau. So, also 27,5% Autocargo pro Stunde. Die MK-Upgrades, die alle noch ein paar Boni geben an bestimmten Damage-Sachen. So, die ersten kann ich jetzt hier von den Damage-Sachen auch vervollständigen. Also hier ist natürlich sinnvoll, das so zu verteilen, weil es ist nicht sinnvoll, einen Damage oder so auf Maximum zu bringen, weil der Anstieg ist meistens sinnvoller, hier mehrere zu benutzen, bis sie die gleichen Kosten für die Level haben, weil dann bekommt man hier auf jeden Fall mehr Bonus dazu. Bei Money kann ich es jetzt nochmal zeigen. Also der hat jetzt hoch 40 gebracht und der End auch. Und hier ist es halt von den Kosten her dann, bevor man den dann weitermacht oder halt über den übersteigt, ist es sinnvoll, eben hier einfach nochmal das auszugeben, weil man hier auch einen ähnlichen Bonus bekommt. Also es geht um die Money Boni. Ach genau, der Faktor vor dem, also 2 plus 1 E hoch 7. Hier ist es mit 1 hoch 5. Also die, die nachher übrig bleiben, die werden dann die Faktoren entsprechend kleiner. Soweit die Faktoren eben gleich sind, ist es auf jeden Fall sinnvoll, beide Feature parallel hochzuleveln, wenn die gleichen Kosten haben. So, hier sind noch ein paar kleinere, die ich auf jeden Fall schon mal komplett ausstatten kann. So, das ist im Endeffekt eins von diesen Funny-Dingern. Die kaufe ich nur, weil es eben wieder einen Bonus gibt für ausgemaxte Features, weil sonst sind die halt ziemlich überflüssig. Aber da alles auf alles irgendwie einen Effekt hat in dem Spiel, kann man auch die unsinnigen Sachen anstellen. So, Starting-Sektor. Dann kann ich den nach und nach weiter anheben wieder. Vor allen Dingen ist ja wichtig jetzt, dass ich die Weapon-Parts dann vervollständige. Sonst kann ich die Weapon-Part-Mission nicht sinnvoll starten. Okay, genau, da sind zum Beispiel eine von den Weapon-Part-Dingern. Die will ich natürlich so hoch wie möglich und so schnell wie möglich dann wieder verfügbar haben. Ja, muss ich noch ein bisschen laufen lassen. Gucken wir mal, was die Cargo-Features aktuell sind. Die gilt es auf jeden Fall auch zu maximieren, damit vor allen Dingen das L-Cargo natürlich gut anspringt. Der vierte Hamster, der Space-Hamster, ist dann der letzte, der natürlich auch exorbitant teuer ist. Zumindest wäre es hilfreich, den zumindest schon mal um eine Position zu aktivieren. Die Standard-Cargo, die ich jetzt im Moment schon mitbekomme, sollten dafür jetzt auch gleich ausreichen. Weil dann ist jetzt das nächste Ziel erstmal, alle zumindest auf Level 1 zu bringen, damit die Features überhaupt aktiviert werden. Und damit kann ich jetzt den Space Hamster auch schon aktivieren. Das sind dann gleich 12% mit dem ersten Level. Das gleiche machen wir jetzt hier mit allen. Einfach einmal durchklicken und sagen, okay, dass das Feature zumindest überhaupt anfängt. Weil das erste bringt sozusagen die für die geringsten Kosten den größten Anstieg. Zumindest wenn da größere Faktoren auftauchen. Ich denke, ein Reset sollte es auf jeden Fall noch sein, um die Weapon Part Boni wieder zu aktivieren. Und dann mal gucken, ob wir über die 4000 kommen. So, dann sind fast alle Features auf jeden Fall schon mal im ersten Level wieder aktiv. Außer der letzte. Der braucht nämlich auch für das erste Level exorbitant viel Kohle. Dann machen wir jetzt mit dem Ausmaxen weiter. Hat schon wieder ein Autotransfer-Reset gegeben. Das heißt, dann kann ich jetzt hier weitermachen und natürlich jetzt wieder langsam ansteigen. Das heißt, ich gehe jetzt hier schon mal auf 50.000 wieder, damit er jetzt auf jeden Fall jedes Mal einen Sprung von 5.000 macht vor dem nächsten Reset. So, ein bisschen Platz ist auf jeden Fall noch, das heißt, kann man noch ein bisschen Zeit lassen. Dann kann ich jetzt erstmal gucken, hier die Level hochzuschrauben. Leider kann ich hier keinen Bonus vergeben. Aber mal sehen, vielleicht bleibt es tatsächlich in so geringen Zahlen, weil hier ist immerhin das Level von 1 Million für beide möglich. Ich hoffe aber nicht, dass ich die 1 Million irgendwann wirklich manuell machen müssen. Das Sentinel-Level selber hat auf jeden Fall einen erheblichen Einfluss hier auch als Multiplikator wieder. Also hier sind schon wieder sechsstellige Exponentenzahlen. Das heißt, da schließt das Ganze natürlich relativ wenig an. Aber das heißt auf jeden Fall sinnvoll, pro Reset mindestens ein Sentinel-Level aufleveln zu können mit den Sentinel-Points. Damit es sich überhaupt lohnt, wirklich den Reset zu machen. Weil schließlich erhöht ja der Sentinel selber das erheblich dann, was ihr da an Leveln reinsteckt. Schade, dass ich hier keine 10er-Upgrades oder irgendwas machen kann und dass sich der Buy-Multi, also der Multiplier hier nicht auswirkt. Mache ich es einfach beide gleich.
Das heißt, dann kriegt der diesmal noch ein bisschen deutlicheren Schub. Weil immerhin ist zumindest das Money deutlich niedriger als das Damage. Gut, dann geht es ja genau auf. Dann kann ich beide auf 230 setzen. Dann ist der Sentinel Reset zumindest hier schon mal abgeschlossen. Jetzt gilt halt noch den restlichen Teil wieder aufzubauen. Die restlichen Features noch zu aktivieren. So, mal gucken, bin ich hier jetzt auf dem Maximum? So, das auf Maximum. Kann ich hier jetzt auf jeden Fall noch ein paar schön aufleveln. So, das sind jetzt alles die Sachen, die dann schon länger bleiben. Wobei nicht alle letztlich so hohe Levelzahlen haben. Weil die springen dann. Der hat auch dann nur das 1 Milliarde auf jeden Fall. So, und die dürften wahrscheinlich ein 10er oder 100er mehr haben. Aber schauen wir mal, wer jetzt alles stehen bleibt und wen ich dann schon mal abschließen kann. Auch 21, dann nehmen wir mal lieber noch die kleinen ran, dass die alle hier schon mal weg sind. Weil das dürfte in der Regel eben auch die ganzen Spezialfähigkeiten sein. Genau, Wave Skip Chance, Multiplier, Overdrive Max, Weapon Part Chance, genau, die ganzen Weapon Part Geschichten. Hier sind noch die 3 Weapon Parts, um die geht es auf jeden Fall noch. Die müssen so weit wie möglich aufgemaxt werden, bevor ich dann in die Weapon Part Mission gehe. Aber ich werde auch hier mal noch die Frozen Cargo noch aktivieren, weil es eben wichtig ist, da auch nochmal die Damage zu puffern. Der Starting Sektor muss um 80 Level überschritten werden, bevor der Reset dann möglich ist. Als ich die Push-Strategie benutzt habe, wo ich bis 685 hochgegangen bin, dachte ich mir, naja, gut, probiere ich mal, setze ich dann den Starting Sektor einfach um 1000 Punkte runter, um nach jedem Reset dann neu resetten zu können und dann ein paar schöne Cargos einzustreichen. Aber nee, wenn man den Cargo, also wenn man den Starting-Sektor einfach so runtersetzt, dann verrechnet er das auch hier mit den Cargos und man bekommt deutlich weniger. Ja, mal auf 400.000, dann müsste eigentlich der Unterschied sichtbar werden. Nö, okay, macht er im Moment nicht. Wahrscheinlich, weil er einfach die Level schon geschafft hat und dieser Abzug greift nur dann, wenn ich vom Schaden her überhaupt nicht in der Lage bin, die Level zu schaffen und eigentlich noch am Anfangslevel stehe. Weil das war zumindest ja das Problem, dass ohne meine Hilfe die Drohne entsprechend jeweils immer anzupassen und das L-Cargo rauszunehmen und dafür die Booster hier reinzubringen, damit er mehr Waffen benutzen kann, hatte das halt sonst nicht mehr geschafft, überhaupt das Startlevel zu bewältigen. Aber jetzt ist erstmal eine Weile hin. Bis 522.000 kann ich auf jeden Fall hochgehen. Wahrscheinlich noch deutlich mehr. Mal gucken, was ich diesmal als Startlevel dann generell nutzen kann. So, 5.000 wollte ich eh hochgehen. Das heißt, 455 ist das nächste Ziel. Genau, ich hatte gesagt, wir machen jetzt die Weapon Parts noch. Und so viel kommen jetzt hier natürlich nicht mehr bei rum. 0,01 und 2.500. Okay, das heißt, der schafft 50%. Und der schafft 100%, nur halt zu exorbitanten Preisen. Also bis der ausgemaxt sind, da brauche ich hoch 30, das habe ich im ganzen Spiel noch nicht gesammelt. Und das ist zumindest eine Größenordnung, die ich erreichen kann. Aber deswegen ist es auch wichtig, hier lieber erstmal die kleinen Sachen mitzunehmen, weil zumindest das kann ich ja trotzdem schon mal kaufen. Also es kommt mit relativ wenig zusammen, weswegen ich mich dann erstmal auf andere Sachen weiter konzentriere. Ja, da ist gleich wieder das meiste Cargo dann weg. Cargo Spend Bonus, okay, der ist jetzt nicht so relevant aktuell. Waffen Upgrade Preis, das ist wichtig, weil dann kann er hier nämlich mehr Waffen kaufen. Und Hail to the King kann ich immer noch kein Level kaufen. 1 hoch 21 werde ich nochmal in die Frozen Cargo stecken, damit es halt für den Damage Bonus dort drin bleibt. Also hier sind jetzt diese, so mal gucken, also der hat jetzt 10.000, der hat 1.000. Und beide mit dem gleichen Multiplikator. Genau, deswegen ist es jetzt eben sinnvoll, wenn die jetzt hier ohnehin. Das heißt, selbst wenn der jetzt nur leicht günstiger ist, ist es auf jeden Fall lohnender, weil der natürlich einen hohen Multiplikator hat. Der hat das Zehnfache, was es pro Level gibt. Deswegen ist es sinnvoll, den eben eher mitzuziehen und es ist teilweise auch sinnvoller ist, den dann sogar eher hochzuleveln, als den dort wieder mitzunehmen. Gut, also dann rüsten wir sie jetzt mal um von Cargo auf Weapon Parts und gucken mal, was dabei rauskommen würde. Und dann kommt wieder das eine Cargo-Element rein, einfach damit hier auf jeden Fall Max-Level ist und damit ich hier wirklich ein glattes Durchschnittslevel von 334 habe. Also es ist auf jeden Fall mehr, weil ich denke, ich war vor dem Reset bei 4.400, aber das muss ich mir im Video dann nochmal genauer anschauen. Auf jeden Fall mit 4.500 jetzt pro Run ist es ganz okay. Mehr gibt es jetzt hier nicht mehr zu tun. Ich werde eben jetzt gezielt weiterhin die Weapon-Part und die Cargo-Elemente aufpushen, dass die halt dann weiter hochkommen.
Ich bin wirklich gespannt, ob es dann doch noch eine höhere Stufe gibt, in der es mehr Sockets gibt. Also ob es dann irgendwann einen dritten Socket gibt, den man dann nutzen kann, dass ich den nochmal aktivieren kann und mal sehen, ob es irgendwann nochmal jetzt ein Update bald gibt, weil das letzte ist dann doch jetzt schon relativ lange her, weil während es vorher sehr, sehr aktiv behandelt wurde, es ist jetzt seit März eingeschlafen. Da hat es jetzt seit März keine Updates mehr gegeben. Und jetzt eben dann hier mal gucken, ob die Cargo, ich glaube, es waren noch nicht alle Cargo auf 34, weil das mache ich dann immer im Wechsel. Erst ja, die Weapon Parts eine Stufe hoch, 34 in dem Fall jetzt, und dann jetzt die Cargos nachziehen. Das andere bleibt die klassische Arbeit, hier die einzelnen Features wieder aufzuleveln. Dann kann ich noch ein paar kleinere Stufen machen, die dann eventuell hier einfach direkt aktiviert werden können, weil einfach da ordentliche Boni gezogen werden können. Bei den Cargo, da war jetzt, glaube ich, genau, nur die Cargo-Sven-Boni, die sind im Moment relativ uninteressant, weil sobald man den Maximal-Cargo-Wert erreicht, kann man die immer noch ausreichend pushen, um dann eben hier wieder die Sentinel-Points zu generieren. Im Moment bin ich eh meilenweit davon entfernt auf die... Ja, ich muss mindestens wieder in den 25er, 26er Bereich kommen, um dann letztlich mit den SP-Boni, die ich erreichen kann, hier neue Sentinel-Points freizuschalten. Das wird also dauern. So, hier kann ich dann mal nach und nach eben gucken, ob die Sachen dann später interessant werden. Also ich denke, noch 1, 2 Zehnerpotenzen auf jeden Fall irgendwie besser geworden bin. Locked Cargo. Okay, da gibt es noch eine Sache. Das wäre auf jeden Fall interessant, den Space Hamster natürlich noch auf zu maximieren. Aber das wird auch noch ein bisschen dauern. So, also Features gibt es keine weiter mehr. Sind eben alle gekauft. Also soweit für heute dann von den Clicker Idle und Incremental Games. Und damit auch ein weiterer Reset bei Transport Defender. Dann bis zum nächsten Mal. Wenn es dann entweder Neuigkeiten bei Transport Defender gibt oder halt tatsächlich schon der nächste Sentinel Reset ansteht, was aber auch eine Weile dauern dürfte. Also, tschüss!